Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 9 News Update. Heute geht es um den Season 9 Teaser. Wie genau der funktioniert? 4 Phasen, heute startet die erste. Wer nicht wissen will, was bei dem Teaser passiert oder auf was wir eigentlich in den 4 Teasern hinarbeiten, der sollte jetzt schleunigst wegschalten. Ich verrate jetzt, um was es geht und zeige euch, wie die 4 Phasen funktionieren, was genau gemacht werden muss. Das Einzige, was ich euch leider in diesen 4 Phasen nicht verraten kann, ich kann nur verraten, dass heute zum 16. April die erste Phase um 19 Uhr startet. Die anderen 3 Phasen kann ich euch leider aktuell noch nicht sagen, wann die starten, aber ich denke mal, alle 2, 3, 4 Tage wird immer die nächste Phase aktiviert werden können. Das ist zumindest meine Vermutung. Es geht natürlich um den Season 9 Arena-Modus. Der ist fest, das steht zu 100%, dass dieser Arena-Modus kommt, und ich zeige euch ganz am Ende auch, wie das aussieht, wenn wir das aktivieren, wie wir in die Arena kommen und so weiter. Meine Vermutung auf jeden Fall auf dem Trainingsgelände haben gepasst. Das war meine erste Vermutung, als diese Plattform auftauchte. Wir aktivieren da was, ein Schiff kommt und so weiter und so fort. Lasst euch da zum Schluss auf jeden Fall überraschen. Die Bilder sind zwar schon vor einer Woche veröffentlicht worden, wie das dann nachher aussieht, wenn das aktiviert wird. Ich habe das bewusst aber noch ein bisschen auf mich wirken lassen, in Anführungszeichen, oder wollte warten, wie nachher eigentlich der Teaser genau funktioniert. Jetzt weiß ich genaueres. Wie gesagt, heute startet der Teaser, die erste Phase. Wir können ab 19 Uhr, egal ob auf welcher Map, können wir diese Codekarte finden. Die kann entweder in so einem Care Package drin sein, was regelmäßig vom Himmel droppt, oder in einer Lootkiste, soweit ich das gehört habe. Ich würde mich aber eher darauf verlassen, dass wir diese Codekarte in diesem Care Package finden. Olympus, Kings Canyon, völlig egal. Die zweite Phase läuft wie folgt. Kann ich aber, wie gesagt, nicht sagen, wann genau die nächste Phase startet. Ich versuche euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden zu halten, und im Zweifelsfall schaut alle paar Tage oder jeden Tag einmal wenigstens in meinem Community-Tab auf YouTube vorbei. Dort kann ich das ja posten. Ich muss jetzt nicht ein extra Video darüber machen. Achtung, zweite Phase. Ihr wisst, wie es geht, und macht dann das Video wieder aus. Das macht, denke ich, keinen Sinn. Zweite Phase sind solche Holosprays. Wir müssen... Und das ist das nächste. Ich weiß nicht, ob wir alle Holosprays finden. Das ist aktuell noch unklar. Aber in der zweiten Phase können wir auf Kings Canyon und auf Olympus an 3 verschiedenen Orten jeweils auf der Map können wir so ein Holospray finden und müssen das allem Anschein nach einsammeln. Ich zeige euch jetzt gleich sogar, wo ihr die finden könnt. Ich habe da mal eine Map vorbereitet. Als allererstes können wir auf dem Kings Canyon im Käfig so ein Holospray finden. Im Bunker können wir so ein Holospray finden und ganz oben Crash Site. Ich gehe davon aus, dass wir alle 3 sammeln müssen. Bin ich mir relativ sicher. Und auf Olympus sind es folgende Spots. Ich habe hier leider nur die englischen Spots. Einmal die Siedlung oder Estates. Dann haben wir die Turbine und oben links Carrier. Ich habe keine Ahnung, ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie das zu Deutsch heißt, weil ich es eigentlich auch fast ständig im Englischen spiele. Das sind auf jeden Fall die nächsten 3 Orte, wo wir das Holospray finden können. Phase 3, relativ simpel. Wir müssen eigentlich nichts machen, außer in der Apex Legends Lobby bekommen wir eine Art Anruf, ein Telefonat. Das nehmen wir wohl entgegen. So habe ich es zumindest rausgelesen. Wir hören uns das an und folgen in Anführungszeichen den Anweisungen. Ich glaube, es ist eigentlich nicht mehr, als dass wir uns dieses Telefonat nur anhören. Und der letzte Teaser ist eben das besagte Finale. Wir gehen dann mit dieser Codekarte in die Firing Range auf die neue Plattform, die dort entstanden ist oder die da aufgebaut wurde, und dort ist so ein Terminal, da aktiviert ihr das. Und wie das genau aussieht, das zeige ich euch jetzt im Anschluss. Vorab, bevor das Video natürlich zu Ende ist, freue ich mich wie immer über jeden Daumen nach oben, um mich bestmöglich zu supporten. Aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt, ich wünsche euch jetzt einen schönen Start ins Wochenende. Bleibt gesund, das war's von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.